guten Tag und herzlich willkommen hier im Österreichischen Theatermuseum zur Ausstellung Showbiz-Made in Vienna, die Marischgasse. Mein Name ist Roland Fischer-Brion, ich bin Leiter der Fotosammlung und Kurator der Ausstellung, gemeinsam mit Clara Huber, der Co-Kuratorin. Ich sage auch herzlich willkommen. Warum haben wir diese Ausstellung gemacht? Die Künstlerfamilie Marischka hat das österreichische Kulturleben, insbesondere das der Bühne, der Revue und des Films im 20. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt und ist heute beinahe vergessen. Möglicherweise kennen Sie die Sisi-Filme mit Romy Schneider, die Ernst Marischka gemacht hat, aber das umfangreiche Schaffen seines Bruders Hubert Marischka ist heute beinahe vergessen. Und Hubert Marischkas Nachlass befindet sich in den Sammlungen des Österreichischen Theatermuseums und ist somit auch Ausgangspunkt dieser Ausstellung. Wir laden Sie auf einen kleinen Rundgang durch die Ausstellungsräume ein und freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Kommen Sie mit. Hubert Marischka, 1882 geboren, war nicht nur ein aufstrebender Operettentenor, sondern auch ein Theaterdirektor, ein Regisseur, der nicht zuletzt auch in den 20er Jahren ganz bemerkenswerte Revuen umsetzen konnte, darunter auch die Revue Alles aus Liebe. Diese Revuen waren tatsächlich in einem Vergleich mit Paris, Berlin oder auch New York entsprechend aufwendig und auch spektakulär und haben hier in dem Fall auch einen Querschnitt durch die österreichischen Bundesländer oder der österreichischen Küche bis hin zu den Wiener Baudenkern entsprechend einen Widerhall gefunden. Darunter zum Beispiel Kostüme in Form von der Karlskirche, dem Parlament oder dem Rathaus. Am spektakulärsten wahrscheinlich war jenes vom Wiener Stephansdom, wobei wir uns hier jetzt nicht nehmen haben lassen, dieses Kostüm nachbauen zu lassen, nachdem sich kein Kostüm erhalten hat. Und entsprechend dieses Stephansdom-Kostüm ist hier jetzt auch in der Ausstellung repräsentiert. Das Genre der Revue, das in den 20er und 30er Jahren sehr groß war, hat in der Nachkriegszeit kaum eigentlich eine Entsprechung in Wien gefunden. Da gab es kaum die Möglichkeiten, sozusagen hier große Ausstattungskostüme auch entsprechend auf der Bühne präsentiert zu sehen. Was es allerdings gab, sind zum Beispiel die Wiener Eisrevue oder dann später Holiday on Ice, wo dann so genau dieses überladende, überbordende Kostüm auch entsprechend sozusagen präsentiert war. Gleichzeitig ging das dann weiter mit Cirque du Soleil in den 80er Jahren bis rauf zu zeitgenössischen Popkultur wie Beyoncé oder auch die Konzertveranstaltungen von Björk, wo entsprechender Eskapismus im Kostüm auch seinen Widerhall findet. Wir haben das Clubkollektiv Rhinoplasty, das ein schwul-lesbischer Club ist am Karlsplatz, die sozusagen im Club U, das ist der Otto-Wagner-Pavillon, ihre Veranstaltungsserie laufen haben, gebeten jetzt in Analogie zu Alles aus Liebe-Revue entsprechend ein Kostüm zu gestalten, das wir hier jetzt auch in der Ausstellung präsentieren dürfen. Diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mund hat die kleine. Eine Besonderheit unserer Ausstellung sind Alben, mit denen Hubert Marischka sein künstlerisches Leben und Schaffen dokumentiert hat. Er hat Fotos gesammelt von seinen Bühnenauftritten, Porträts, Theaterzettel, Kritiken und er reiht sich mit dieser Art und Weise in eine alte Tradition ein, nämlich auch schon im 19. Jahrhundert haben bürgerliche Kreise und Adelskreise mit großzügigen Alben ihr Leben dokumentiert. Sogar die Kinder Hubert Marischkas haben sich sozusagen inspirieren lassen von der Albumtätigkeit ihres Vaters und haben ein Geburtstagsalbum gestaltet für ihren Vater zum 50. Geburtstag. Auch Huberts Bruder Ernst hat sein Schaffen für den Film dokumentiert mit Alben. Er hat Stummfilme gemacht, wo es unentdeckte Fotos gibt, die finden sich heute im Archiv des Österreichischen Filmmuseums. Es gibt aber auch ganz großzügige Tonfilmalben, zum Beispiel wunderbare Aquacolor-Farbfotos der Sisi-Filme. Weiters befinden sich hier in der Ausstellung als Leihgabe des Filmmuseums Produktionsfotos aus Filmen von Ernst Marischka, die einen ungeahnten Einblick hinter die Kulissen ermöglichen. Wir zeigen hier einerseits die Originalalben, aber auch 1:1 Reproduktionen der Alben, die es ermöglichen sollen, dass das Werk Marischkas in dieser spezifischen Form auch der Nachwelt zugänglich gemacht wird. Die Ausstellung Showbiz Made in Vienna
beschäftigt sich nicht zuletzt auch mit dem kommerziellen und mit dem monetären Aspekt der Marischkas. Denn man muss sich vorstellen, dass das alles privatwirtschaftliche Unternehmen waren. Das heißt, sie mussten entsprechend innovativ sein, um auch immer wiederum ein Publikum zu finden, das die Häuser füllt, um auch die großen Produktionen finanzieren zu können. Und da ist besonders interessant, dass sozusagen die Firmenkooperationen, die Hubert Marischka damals schon gemacht hat, sich mit verschiedenen Häusern, wie zum Beispiel dem Herrenausstatter Kniesche, der zum Beispiel die Fracks von der Marlene Dietrich oder auch die Skianzüge von Josephine Baker in den 20er Jahren geschneidert hatte, oder das Haus Demel, der K&K Hofbrand, der entsprechend hier diese Figurinen gemacht hat, die aus Tragant geformt sind. Das ist eine Art von Pflanzenharz, Erinnerungsstücke, aber auch die Firma Piatnik für ein Kartenspiel Hubert Marischka als Konterfei des Jokers dann auch übernommen hat. Innovationen waren insgesamt für Hubert Marischka ein ganz wesentliches Merkmal. So findet sich in den Operetten der Orloff oder auch Reklame zum ersten Mal das Moment des Jazz in den Operetten wieder. Das heißt hier eine musikgeschichtliche Innovation, den aus Amerika kommenden Jazz auch in diese Operetten zu integrieren. Weiters hat er sich stark gemacht, für die Bühne des Theaters an der Wien eine Drehbühne zu installieren in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, die entsprechend eine schnellere Szenenabfolge auch ermöglicht hat und somit fast so etwas wie einen filmischen Schnitt auch in der Inszenierung ermöglicht hat, wie man dann auch in anderen Aspekten findet, wie zum Beispiel in der Operette Reklame. Die Operette Reklame, die in einer Werbeagentur spielt, die sowohl eine Filiale in Wien als auch in New York hat, setzt sich genau mit dieser Thematik der wirtschaftlichen Kooperationen auseinander. Hier ist es besonders interessant, dass das Bühnenbild als Modell nachbauen haben lassen, und zwar aufgrund einer Fotografie, wobei wir hier jetzt auch eine Farbrekonstruktion versucht haben anhand des Drehbuches, das sich auch in den Sammlungen befindet, unter den 20.000 Dokumenten, die eben im Nachlass von Hubert Marischka vorhanden sind. Und einer der interessanten Aspekte ist, dass hier eine Bühne nochmal auf der Bühne selber zu sehen ist, ein selbstreflexives Moment, das man auch in verschiedenen anderen Produktionen von Hubert Marischka wiederfindet, bis hin zu einem Aspekt, dass es eben Anfang der 30er Jahre hier das Moment des Art Deco und auch des Bauhauses einen Widerhall findet, weil zum Beispiel die Bestuhlung sich dann mit einem Bauhausstuhl, und zwar dem Bauhausstuhl von Marcel Breuer-Vassili, auch entsprechend hier die Moderne wiedergibt. Sehr im Rahmen unserer Ausstellung die Original-Sissi-Filmfigurinen der Künstlerin und Kostümbildnerin Gedago präsentieren zu dürfen. Gedago wurde als Gerda Gottstein geboren Anfang des 20. Jahrhunderts und war, bevor sie für Ernst Marischka und seiner Sissi-Trilogie arbeitete, war sie für die Revue tätig, für die Oper, aber wurde auch zum Beispiel von Willi Forst für den Film Maskerade engagiert. Gerdago hatte als Jüdin ein tragisches Schicksal. Sie hat sich in der Nazizeit versteckt zu Hause in ihrer Wohnung und hat dort umfangreiche Modestudien betrieben. So umfangreich, dass sie, als der Nationalsozialismus vorbei war, eine Expertin für sämtliche Modeepochen war und eigentlich dann eine Expertin für historische Kostüme in Filmen wurde. Gerdago hat auch über die Zeit von Kaiserin Elisabeth, also zum Beispiel die 1850er Jahre, die ihr in den Filmen zu sehen sind. Sie war aber Künstlerin und nicht Historikerin. Das heißt, sie hat die Mode der Kaiserin Elisabeth genommen, zum Beispiel sehr umfangreiche Röcke, die sie aber in die 1950er Jahre transportiert. Also zum Beispiel hat sie mit dem Petticoat gearbeitet. Es gibt Streifen, es gibt viel Rüschen, alles ein bisschen operettenhaft natürlich. Man muss auch sagen, dass diese Kostüme aufgrund von finanziellen Gründen oft auch aus Polyester gefertigt waren. Also sie fühlen sich nicht so gut an, haben aber durch das Polyester eigentlich die Zeit viel besser überlebt, als wenn das ein anderer Stoff gewesen wäre. Wir haben hier im Theatermuseum über 100 Figurinen von Gerdago. Einige von ihnen können Sie hier in der Ausstellung sehen. Also zum Beispiel werden Sie sicher einiges auch wiedererkennen. Wir haben Dirndl, wir haben das Mulatscher-Kleid, wir haben das Krönungskleid, private Kleider der Kaiserin Elisabeth. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, können Sie vielleicht sogar das Gesicht von Romy Schneider in den Zeichen erkennen.
Wir sind auch schon am Ende unseres kleinen Ausstellungsrundgangs angekommen. Wir hoffen, Sie haben vielleicht was Erstaunliches entdeckt, etwas Wissenswertes, und wir haben Sie auch neugierig gemacht, vielleicht zu uns zu kommen. Die große Jahresausstellung läuft hier bis 9. September 2024, und wir würden uns freuen, Sie hier in Palais Lobkowitz begrüßen zu dürfen. Wir sagen Servus und auf Wiedersehen. Bis bald.